Vielen Dank, liebe Simon, und ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt heute hier zum Thema Achtsamkeit eingeladen bin, weil das ein Thema ist, das mir auch ein Herzensanliegen ist. Und Simon, wäre es möglich, die Folie wieder auszublenden, dass wir einander besser sehen? Das wäre super. Vielen Dank. Selbstverständlich. Vielen Dank. Ja, wunderbar, die vielen Gesichter zu sehen. Ich möchte direkt mit einem kleinen Praxisinput einsteigen, und zwar mit einer kurzen Achtsamkeitsübung. Und hierfür schlage ich vor, dass wir die Kamera für einen Moment ausschalten, dass wir ganz bei uns sein können. Und ich möchte euch einladen, euch einfach mal ganz bequem hinzusetzen. Ich nehme an, die meisten sind am Sitzen, oder wenn ihr stehend unterwegs seid, euch bequem hinzustellen, so dass ihr die Füße auf dem Boden habt. Die Augen könnt ihr schließen, wenn es euch wohl ist. Sie können aber auch offen bleiben. Und dann möchte ich dich einladen, einfach mal in deine Füße auf dem Boden zu spüren. Nimm einfach mal wahr, wie dieser Boden unter dir ist, wie du den wahrnehmen kannst in diesem Moment, wie sich das anfühlt, wenn du die Füße ganz bewusst und fest auf den Boden stellst. Und wandere dann weiter zu deinen Oberschenkeln, zu deinem Gesäß, und nimm, falls du sitzt, den Kontakt wahr von deinen Oberschenkeln, vom Gesäß zum Stuhl. Nimm auch da wahr, wie es ist, wenn du fest, stabil sitzt. Und falls du eine gemütliche Rückenlehne hast, dann lade ich dich ein, vielleicht da gerade noch ein bisschen bewusster anzulehnen, das Gewicht vom Rücken, der Lehne abzugeben. Falls du keine Lehne hast, dann spüre einfach in die Länge deiner Wirbelsäule. Komm dann zu deinen Schultern und kreise sie vielleicht noch ein, zweimal, um diese Spannungen, die sich gerne an unseren Schultern festsetzen, ein bisschen zu lösen. Dann kannst du auch den Kopf ein bisschen hin und her bewegen, um im Nacken ein Gefühl der Weite, der Entspannung ankommen zu lassen. Nimm wahr, wie es ist, wenn du so ganz bewusst sitzt, das Gewicht bewusst abgibst. Und nimm dann wahr, wie dein Atem ein- und ausströmt. Genauso wie er jetzt ist. Einfach wahrnehmen. Und geh an den Ort, wo du jetzt den Atem besonders leicht wahrnehmen kannst. Vielleicht ist es die Bauchdecke, die sich hebt und senkt. Oder vielleicht spürst du auch den Luftstrom bei den Nasenöffnungen. Und nimm einfach ein paar Atemzüge wahr, wie der Atem kommt und wieder geht, ohne dass etwas sein muss. Schenk dir noch einen genüsslichen Atemzug. Dann hast du Lust, dich vielleicht noch einen Moment richtig gut zu strecken oder zu gähnen. Mach die Bewegung, die dir jetzt gerade noch gut tut. Und dann darfst du gerne die Kamera wieder anstellen.
Ja, das ist ein Beispiel von einer super kurzen Übung, die ihr vielleicht auch gerade übernehmen wollt, wenn ihr das nächste Mal ein Meeting startet oder wenn ihr mit den Schülern und Schülerinnen unterwegs seid und sie vielleicht eine Prüfung schreiben müssen und gestresst sind. Es ist einfach eine Achtsamkeitsübung, die uns hilft, bei uns im Moment anzukommen. Und wir würden gerne ein paar Stimmungsbilder einfangen. Ihr könnt gerne im Chat mit einem Wort, einem Satz oder auch wenn ihr euch laut schaltet, mit einem Wort in die Runde mitgeben. Wie habt ihr das erlebt? Ein, zwei Worte, wie das jetzt für euch war. Wunderbar, erdend, Ruhe nach dem Sturm. Ja, vielen Dank fürs Teilen, fürs Einlassen. Das ist eine Realität, oder viele von euch sind jetzt vielleicht aus dem Unterricht an den Bildschirm gestürmt oder haben noch kurz ein Sandwich gegessen, sind von einem Meeting gekommen und das ist unser Alltag, in dem wir uns alle bewegen, in diesem sehr beschleunigten Umfeld, wo ich es auch ich immer wieder als wohltuend erlebe, einfach einen Moment zu sein, einen Moment zu atmen. Ja, Simone, ich glaube, dann übergebe ich dir, gell, für die Führung des Gesprächs. Sehr gut. Vielen Dank, Susanne. Ich war wirklich gleich beruhigt und könnte jetzt oder würde jetzt gerne zurücklehnen und einfach dir etwas zuhören. Aber ich komme jetzt und aktiviere mich wieder etwas. Vielen Dank für diesen kurzen, aber sehr wirksamen Einstieg. Ja, ich habe mich in den Vorbereitungen mehrmals gefragt, woher kommt überhaupt das Wort Achtsamkeit und was bedeutet Achtsamkeit überhaupt? Also Achtsamkeit hat eigentlich den Ursprung im Buddhismus, in den Lehrreden vom Buddha. Es gibt diese Yoga-Sutren von Buddha und eines heißt Satipatthana, das wird dann auch in diesem Handout stehen. Das ist die Lehrrede von der Achtsamkeit, die Achtsamkeit auf den Körper, die Gefühle, die Gedanken und der Atem. Das sind so diese vier Felder der Achtsamkeit. Das ist der ganz historische Ursprung. Und inzwischen gibt es ganz viele, ich sag mal, westliche oder moderne Übersetzungen von diesem Ursprung von Achtsamkeit. Und eine ganz wichtige Figur in der Achtsamkeitsbewegung ist der Amerikaner Jon Kabat-Zinn. Der hat ein Programm entwickelt, das Mindfulness-Based Stress Reduction. Auch das werdet ihr im Handout finden. MBSR, er hat eigentlich ein Programm für Schmerzpatienten, Patientinnen entwickelt und hat gemerkt, dass die Methode der Achtsamkeit sehr wirkungsvoll ist im Umgang mit Schmerz, mit Stress und mit Ängsten. Und der Vorteil von diesem Programm ist, es ist sehr gut erforscht, also es wurden wirklich die Wirkungen von diesem 8-wöchigen Programm sehr gut erforscht und inzwischen ist das ein unglaublicher Markt, eben zum Beispiel an MBSR-Kursen, die nicht nur jetzt sich an Schmerzpatienten, Patientinnen richten, sondern an Menschen, die einfach lernen möchten, ihren Körper mehr zu spüren, mehr im Moment zu sein und mehr zur Ruhe zu kommen. Und für mich noch ein hilfreicher Anker im Zusammenhang mit Achtsamkeit ist, ich habe mal eine Definition von Dalai Lama gelesen zu Stress. Er hat mal gesagt, Stress ist, wenn wir etwas tun und dabei an etwas anderes denken. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, das ist unser Dauerzustand. Ich bin am Kochen und denke schon, was ich nachher, wem ich noch anrufen muss, oder ich bin eine Mail am Schreiben und es läuft jemand im Büro vorbei und ich merke, ah, ich muss dieser Person noch etwas sagen.
Und ich glaube, die große Qualität für mich in der Achtsamkeit ist, wirklich bei dem zu sein, was ich tue. So wie wir das in dieser kleinen Übung gemacht haben, einen Moment bewusst zu sitzen, einen Moment den Atem bewusst wahrzunehmen. Weil im Buddhismus gibt es ja diese Aussage, es gibt sowieso nur den aktuellen Moment. Und wir sind permanent in der Vergangenheit oder in der Zukunft und verpassen eigentlich, was im Moment ist. Also da die Einladung, mehr im Moment anzukommen, im Moment zu sein, um zu spüren, was gerade ist in diesem Moment. Und wie schaffst du das, diesem Moment treu zu bleiben? Was könntest du da für einen Tipp geben? Oder wie sieht bei dir der Schulalltag aus, wenn er doch voll ist mit vielen Aufgaben, Sitzungen? Du hast eine hohe Verantwortung, bist Führungsperson, du bist ein Schulmitglied. Wie schaffst du das, diese Achtsamkeit konsequent zu leben? Ja, also vielleicht, um schon mal die Erwartungen ein bisschen zu dämpfen, es ist ein Weg, es ist ein Prozess, das geschieht nicht mit einem Fingerschnippen. Für mich war das ein langer Weg. Also ich habe mit 20 Jahren, das ist jetzt 28 Jahre her, habe ich mit Yoga begonnen. Und je länger ich auf dem Yoga-Weg war, desto mehr ist die Meditation, ins Zentrum gerückt. Also ich habe mir Techniken angeeignet, um meinen Körper zu spüren. Ich habe mir Techniken angeeignet, um meinen Geist zur Ruhe zu bringen. Und im Schulalltag ganz konkret versuche ich wirklich bei dem zu sein, was ich gerade mache. Also ich plane meine Aufgaben so weit wie möglich in Päckchen, dass ich mir zum Beispiel eine halbe Stunde reserviere im Outlook, um wirklich in dieses eine Konzept einzutauchen. Dann erlaube ich mir auch, Skype und Teams auf beschäftigt zu stellen, dass ich nicht gestört werde, in diesem Moment. Ich checke die Mails nur zu drei Zeitpunkten am Tag, also dass ich nicht ständig, ich habe auch nicht diese automatische Funktion, dass die immer reinfliegen, sondern ich muss wirklich aktiv meine Mails checken, wenn ich in die Mails eintauchen möchte. Und ich glaube, das wirkungsvollste Tool ist schon der Atem. Immer wieder einen Moment, einfach einen tiefen Atemzug zu nehmen. Und das dauert einfach, bis man daran denkt, den Atem wahrzunehmen. Also das war für mich auch ein Weg, dieses Bewusstsein zu bekommen. Ich hatte lange auch ein Post-it hier am Bildschirm mit Atmung beispielsweise, so als Anker, um einfach immer wieder ein Atemzug, auch zwischen Meetings versuche ich wirklich mir eine Minute zu nehmen, um bewusst bei mir zu sein und nicht direkt ins nächste, zu stürzen. Das sind so kleine, konkrete Dinge, genau. Ich höre hieraus ganz viel, so ganz viel mit deiner Einstellung zu tun, mit deiner Haltung. Du hast gesagt, es ist ein Weg, es ist auch irgendwie Lebenseinstellung, immer wieder sich diese Momente zu schaffen, sich gut zu organisieren. Ich gehe davon aus, du bist ein gut durchstrukturierter Mensch, so Ja. nicht irgendwie chaotisch unterwegs, es hilft. Wie schaffst du das, das ins Team zu transferieren, auch als Vorbildfunktion, als Führungsperson, das deinen ArbeitskollegInnen mitzugeben, sie auch dazu zu motivieren, das mal auszuprobieren, dass das dann wirklich dann auch vielleicht bei den Schüler, Schülerinnen, bei den Lernenden, Studierenden gelebt werden kann? Ich erinnere mich an einen Moment, dass ich habe natürlich nicht gerade am ersten Tag im ersten Meeting mit einer Achtsamkeitsübung begonnen. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen Mut gekostet, als ich das erste Mal so eine Meditation im Team angeleitet habe, weil es ein bisschen ein Rollenwechsel war für mich. Aber inzwischen machen wir das. Wir machen manchmal eine Achtsamkeitsübung, bevor wir ein Meeting starten, weil die Lehrpersonen bei uns, das wird ähnlich sein wie bei euch, die sind unter großer Belastung, tendenziell eine hohe Arbeitsintensität.
Und es wird eigentlich immer als entspannend erlebt, so wie wir es jetzt auch im Chat sehen, oder ein Moment der Erdung, ein Moment, in dem man bewusst ankommen kann. Und ich habe den Eindruck, unsere Meetings sind besser, wenn sich die Leute zuerst spüren und man nicht noch das mitschleppt, wo man gerade vorher war und dann wie eine Rakete hineinschießt. Und wir hatten zu Beginn, als ich vor 7 Jahren hier begonnen habe, waren die Team-Meetings für mich ein ziemliches Feuerwerk. Und inzwischen ist es ruhiger, ausgeglichener, auch verantwortungsvoller. Achtsamkeit hat für mich auch viel damit zu tun, Verantwortung für mich, für meine Gefühle, für mein Denken zu übernehmen. Dann sind es auch Werte für mich, die mit Achtsamkeit verbunden sind. Also die Wertschätzung ist mir sehr wichtig, dass wir wirklich versuchen, auch in der Kultur in einen wertschätzenden Umgang zu finden und immer auch versuchen, davon auszugehen, das Gegenüber hat gute Gründe für sein Handeln, also dass wir nicht gerade in diese Wertung kommen. Das ist noch ein wichtiger Aspekt bei Achtsamkeit, den ich vergessen habe. Es geht immer auch um Wahrnehmen ohne zu werten. Und wir sind so schnell darin, in Millisekunden, dass wir das Gefühl haben, sympathisch, unsympathisch oder gut, schlecht. Oder wir sind immer in diesem Werten. Und ich erlebe persönlich das als riesige Befreiung, wenn ich nicht immer gerade alles sofort in eine Kategorie, in eine Schublade stecken muss, sondern dass ich es einfach mal beobachten kann. Ah, interessant, diese Lehrperson ist total geladen, was ist da wohl los? Anstatt dass ich gerade sofort in diese Aggression mit einsteige und es eskaliert. Dann haben wir Elemente, das ist jetzt vielleicht nicht mehr wirklich Achtsamkeit. Ich orientiere mich ja stark auch am Positive Leadership und Mindful Leadership. Wir versuchen beim Einstieg auch immer Freudiges zu teilen, also dass wir den Blick auf das richten, was uns Freude macht in der Arbeit, weil wir ja, ich finde, in der Schweiz schon oft so ein bisschen in dieser Negativspirale hängen und in diesem Jammertal uns verfangen. Ich finde auch wichtig, dass man mal abladen kann, Kropflerete machen. Aber für die Teamkultur ist es auch wichtig, dass man auch untereinander teilen kann, was motiviert mich in meiner Arbeit. Und das sind dann kleine, feine Sachen. Da erzählt vielleicht eine Lehrperson, ich hatte gestern so ein berührendes Gespräch mit einer Studentin, die durch ein Feedback von mir einen Entwicklungsschritt gemacht hat. Also das dürfen kleine, zarte Sachen sein, die sichtbar werden, die dann auch wieder eine achtsame Teamkultur positiv beeinflussen können. Wie gehst du, oder also dass dieses Team übernommen hast und gemerkt hast, es wäre gut, man würde an der Kultur arbeiten, auch auf Ebene des Kollegiums, nicht nur auf Ebene der Studierenden. Bist du auf Widerstand gestoßen? Weil das, ich erlebe das, dass das Wort Achtsamkeit durchaus emotional geladen sein kann. Also ich habe auch schon erlebt, Augenrollen, laut ausschnaufen, jetzt kommt die wieder mit ihrer, so, etwas überspitzt gesagt, Klangschale oder will jetzt mit uns da eine Atemübung machen. Es gibt ja Leute, die können sich nicht darauf einlassen. Ja, Wie gehst du damit spannend. um? Ja, ich glaube, ich habe es gar nie gelabelt als Achtsamkeit. Und den Weg mit dem Team habe ich so gefunden, ich habe das erste Jahr ausgehalten und beobachtet in dieser für mich doch eher noch etwas destruktiven Teamkultur und habe dann Ende Jahr gefragt, okay, liebe Leute, was denkt ihr, woran sollten wir arbeiten? Und es waren sich alle einig, wir müssen an unserer Kultur arbeiten, weil es war für alle eine Qual. Ja, dass viel Angriff und Verteidigung kam, dass die Stimmung immer sehr aufgeladen war. Und das war natürlich eine Steilvorlage für mich. Es hätte auch anders kommen können, aber die Genau. Bedürfnisse sind ja schon, also wir haben ja alle ein Interesse daran, dass wir uns mit Respekt und Achtsamkeit begegnen, im Sinne, dass es wertschätzend und konstruktiv ist. Ich glaube, das ist ein sehr menschliches Bedürfnis.
Und ich habe jetzt auch nie eine Klangschale aufgestellt. Also ich versuche schon auch nicht Klischees zu bedienen, weil mir das auch sehr bewusst ist. Aber ich nehme natürlich, also eine Lehrerin hat mal am Anfang gesagt, oh, würdest du nicht mal ein bisschen Yoga mit uns machen? Dann habe ich gesagt, ich mache Non-Stop-Yoga mit euch. Einfach auf der Grundlage der Werte. Ich mache nicht Asanas, wir gehen nicht in einen Baum oder einen herabschauenden Hund. Aber ich nehme viel aus den philosophischen Grundlagen vom Buddhismus und vom Yoga, wo ich versuche, den Leuten eben möglichst urteilsfrei zu begegnen, wirklich zuhören, um zu verstehen und nicht nur zuhören, um eine gute Antwort zu geben. Also diese Werte, die lebe ich, die präge ich. Und inzwischen haben wir haben dann eine Teamentwicklung gemacht, um an unseren Werten zu arbeiten. Und inzwischen ist es wirklich wunderbar, weil es trägt Früchte. Wir begegnen uns heute ganz anders, als noch vor 7 Jahren. Und das motiviert mich natürlich auch ungemein zu merken, es wirkt. Es ist nicht einfach ein esoterisches Klischee, sondern es wirkt auf ganz vielen Ebenen. Wie schafft ihr es, das in den Schulalltag eurer Studierenden zu transferieren? Also es ist die Ebene von den Teamkultur von deinen Leuten, sage ich einmal. Ich gehe davon aus, du motivierst sie auch, dass sie das auch in ihrem Unterrichtsleben einbauen und den Studierenden mitgeben. Hast du da irgendwie konkrete Ansätze oder Beispiele, wie das aussehen kann oder könnte? Ja, also ich muss noch dazu sagen, wir haben hier das Glück an der Höheren Fachschule Gesundheit und Soziales. Wir haben eine Fachstelle Gesundheitsförderung, die übergeordnet für alle drei Bildungsgänge Aufgaben hat und die ganz, ganz viel Vorarbeit auch leistet. Also wir haben für die Studierenden zum Beispiel einen Gesundheitstag. Da können sie aus irgendwie 24 Workshops, können sie zwei auswählen. Sei es ein Gespräch mit einem Schriftsteller über Achtsamkeit, sei es Yoga, sei es Erlebnispädagogik im Wald. Also eine Riesenfülle. Und das Schöne ist, das sind nicht nur die Studierenden, das sind auch die Lehrpersonen, die Führungsmitarbeitenden, Administration. Alle sind in diesen Workshops gemischt und man begegnet sich zu einem Thema losgelöst von einer Hierarchie. Dann haben wir einen Ruheraum für die Studierenden, der sehr aktiv genutzt wird, wo sie sich zurückziehen können, am Mittag auch sich hinlegen können. Dann im Unterricht motiviere ich die Lehrpersonen immer, Bewegungselemente einzubauen. Wir haben 8 Lektionentage und das ist derart nicht förderlich zum Lernen, wenn wir den ganzen Tag in diesen Bänken hängen, also kurz aufstehen, die Studierenden einladen, wer hat gerade eine Idee für eine Bewegung und die anderen machen es mit. Wir haben auch Unterrichte natürlich jetzt in der Sozialpädagogik, die mit Gesundheitsförderung und Embodiment, das ist noch ein Ansatz, so die Verkörperung, es gibt wie keinen schönen deutschen Begriff, aber Embodiment heißt eigentlich die Verbindung von Bewusstsein und Körper. Da tauchen sie immer sehr interessiert und intensiv ein, die Studierenden. Und sie haben auch die Möglichkeit, die Studierenden eben mit dieser Fachstellenleiterin persönliche Gespräche zu führen, sei es im Umgang mit Stress bei Prüfungen beispielsweise. Oder überhaupt, also psychische Beeinträchtigungen haben bei uns schon auch mit der Pandemie deutlich zugenommen. Da haben wir in der Pandemie, als wirklich wir so das Elend der Studierenden gespürt haben, haben wir ad hoc ein Meditationsangebot online etabliert. Wir haben es Reise in die Stille genannt, wo sich die Studierenden einfach einmal pro Woche mittags einloggen konnten und eine Meditationsanleitung von jemandem Professionellen bekommen haben, einfach um einen Moment aufzutanken. Genau, ich glaube, diese Verankerung in der Schule ist ganz, ganz wichtig. Also je mehr Mitstreiter, Mitstreiterinnen wir haben für das Thema, desto besser kann es fruchten.
Und unsere Fachstellenleiterin, sie ist auch sehr gut vernetzt, also sei es im Netzwerk gesundheitsfördernde Schulen oder im Forum BGM. Ich glaube, das ist wichtig, dass man dort nicht als Einzelkämpferin in diesem Thema unterwegs ist. Caroline strahlt, gell? Genau. Gleich noch etwas Wärme für das Schulnetz. Genau. Wenn ich, jetzt habe ich dir 20, 25 Minuten zuhören dürfen und bin wirklich, bin bestärkt und motiviert und würde das jetzt gerne vielleicht mehr in meine Schulkultur einbauen. Und denke so, okay, was könnten jetzt die ersten, vielleicht kleinen oder konkreten Schritte sein, um diese doch großes Thema, wie man es dann auch nennt, man muss sie dem nicht Achtsamkeit sagen, aber wie könnte man jetzt so ganz konkret einsteigen in diese Richtung? Wie könnte man loslaufen? Genau, ich glaube, es gibt verschiedene Ebenen. Also was ich wichtig finde in diesem Thema ist, dass man das weitergibt, was man selber erfahren hat. Also eine herzliche Einladung, wirklich selber sich kleine Räume zu schaffen. Bei mir hat das begonnen mit 5 Minuten am Morgen, dass ich mir einfach 5 Minuten morgens in der Stille, geschenkt habe und irgendwann wurde das zu einer Routine wie das Zähneputzen, dass ich gar nicht mehr denken konnte, mir das nicht zu geben. Wenn man jetzt das schwierig findet, in der Stille zu sitzen, dann kann es sein, dass man sich einmal am Tag einen kleinen Spaziergang gönnt, dass man selber beginnt, sich kleine Räume zu schaffen, um sich zu spüren. Dann denke ich, ist es eine Entscheidung an einer Schule, also committen wir uns zu diesem Thema oder setzen wir es auf die Agenda? Da denke ich, ist wichtig, dass auch die Schulleitung das mitträgt. Das macht es einfacher, als wenn nur quasi die Lehrpersonen allein unterwegs sind. Und dennoch, falls es jetzt bei der Schulleitung vielleicht noch nicht gerade auf Nährboden stoßt, ausprobieren mit den Schülerinnen. Ich habe am Wochenende eine Kollegin getroffen, die Primarlehrerin ist und die mir erzählt hat, die macht mit den Erstklässlerinnen immer eine kleine Traumreise vor einer Prüfung, damit sie nicht so gestresst sind. Wunderbar! Sie hat Decken in der Schule und die legen sich auf den Boden, und sie lädt sie ein in eine kleine 5-minütige Reise, wo sie sich entspannt fühlen, einfach dass nicht schon dieser Stress entsteht vor einer Prüfung. Also es sind auch ganz kleine Schritte, wo man ausprobieren darf und auch es darf auch mal etwas nicht funktionieren. Also nicht, ich finde es wichtig, dort sich selber gegenüber auch großherzig zu bleiben und auszuprobieren. Ich bin auch mal im Team ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Mir wurde mal quasi ein bisschen vorgeworfen, dass meine Positivität auch manchmal etwas Toxisches habe. Und dann habe ich gemerkt, okay, wir müssen auch Raum wirklich für Diskussionen und Auseinandersetzungen schaffen. Ich glaube, das ist passiert aus dieser Anfangszeit, weil das für mich wirklich sehr schwer auszuhalten war, dass ich vielleicht den Blick einen Moment sehr stark aufs Positive gerichtet habe. Kein Problem, ja, das kann man ja wieder korrigieren. Es ist ja jetzt nicht, dass aus dieser Erfahrung, also ich habe gedacht, gut, es ist angekommen, dass mir das wichtig ist und es braucht aber auch Raum, dass man auch mal ein bisschen abmotzen darf. Und wir sind jetzt an einem Ort, wo das auch Platz hat. Es fällt dann nicht alles wieder zusammen wie ein Kartenhaus quasi. Also ja, für sich selber Erfahrungsräume schaffen, den Körper spüren. Ich staune schon immer wieder, wie einfach unser Gehirn so viel Aufmerksamkeit bekommt und man manchmal vergisst, dass wir dann auch noch einen Körper haben. Ich bin sehr bestärkt jetzt von diesen neuen Entwicklungen von der WHO mit One Health, also dieses systemische Denken, dass wir uns auch nicht so über die Natur stellen, sondern dass wir uns als Teil eines Systems verstehen und der Körper ist ein sehr wichtiger Teil von uns. Und wenn man Lust und Muße hat, also ich bin begeistert von den Wirkungen natürlich auch von Yoga, weil es hilft, den Körper zu spüren oder ein MBS-Kurs.
Oder mal, das braucht ein bisschen Mut, ein stille Retreat, also 2, 3 Tage Meditation in der Stille. Da lernt man sich richtig gut kennen. Das glaube ich. Vielen lieben Dank, liebe Ja. Susanne. Die Zeit läuft uns davon, leider. Ich hätte noch ganz viele andere Fragen. Möchte aber ganz gerne noch die ZuhörerInnen fragen. Habt ihr noch Fragen? Irgendetwas, was euch brennend interessiert? Ihr dürft es gerne per Chat machen. Ich lese die Frage vor. Oder ihr dürft Mikrofon an und Susanne oder mich direkt fragen.